Hallo, mein Name ist Lea und ich bin Lehrerin. Ich möchte Ihnen heute die GoBot-Software von Epson vorstellen, mit der ich meinen Unterricht bereits zu Hause vorbereitet habe. In der Lehrerkonsole der Software habe ich meinen Unterricht vorbereitet und bekomme den jetzt hier angezeigt. Ich kann also hier die gewünschte Stunde auswählen, indem ich auf Öffnen gehe. Mir wird dann die Möglichkeit angezeigt, das Whiteboard zu öffnen, um die Stunde zu bearbeiten oder die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu starten. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich über eine App direkt auf unser Whiteboard zu verbinden. Die App ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar. Die Schülerinnen und Schüler scannen den QR-Code oder geben den Zugangscode ein. Und nun kann ich mein Whiteboard öffnen und die Stunde starten. In der heutigen Stunde möchte ich mit meinen Schülerinnen und Schülern gemeinsam zum Satz des Pythagoras arbeiten. Sollten Schülerinnen und Schüler krank sein, können sie über das Videokonferenzmodul trotzdem an unserer heutigen Mathestunde teilnehmen. Zuerst möchte ich jetzt mit den Schülerinnen und Schülern noch einmal den Satz des Pythagoras wiederholen. Ich kann hier zwischen unterschiedlichen Farben und unterschiedlicher Schriftstärke wählen. Ich kann nun mein gezeichnetes Dreieck einmal umkreisen und mir direkt in ein Dreieck umwandeln lassen. Dieses dann noch beschriften und mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam unsere Formel noch einmal herleiten. a² plus b² ergibt c². Sollten es doch noch weitere Fragen geben, habe ich die Möglichkeit, ein Erklärvideo mir mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam anzuschauen. Im nächsten Schritt möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam ein Beispiel durchrechnen. Dafür gehe ich einfach auf die nächste Folie und öffne hier meinen Notizzettel in den Vollbildmodus, um unseren 5-Schritt noch einmal zu besprechen. Die Schülerinnen und Schüler sollen nach dem Rechnen also auch noch eine Antwort schreiben. Ich kann den Vollbildmodus einfach wieder verlassen und komme hier auf meine Folie zurück. Im nächsten Schritt sollen also die Schülerinnen und Schüler von ihrem Platz aus über ihre Endgeräte jetzt dieses Beispiel durchrechnen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier meinen Schülerinnen und Schülern Schreibrechte zu vergeben und bekomme auch alle Schülerinnen und Schüler angezeigt, die verbunden sind. Der Schüler Max kann jetzt also hier Anmerkungen vornehmen, die wir vom Tablet direkt hier an die Tafel angezeigt bekommen. Max kann also schreiben, 100 Meter sind die eine Seite und 50 Meter hat die andere Seite. Und C ist die gesuchte Strecke, sodass wir jetzt weiteren Schülerinnen und Schülern Schreibrechte vergeben können und Max sein Schreibrecht entziehen können, um die Aufgabe zu Ende zu bearbeiten. Wir haben jetzt besprochen, wir haben wiederholt und ich möchte im nächsten Schritt, dass die Schülerinnen und Schüler entweder in Einzelarbeit oder auch in Partnerarbeit noch einmal an Aufgaben arbeiten. Dafür gehe ich auf meine nächste Folie, wo ich das Arbeitsblatt für die Schülerinnen und Schüler schon rein importiert habe. Ich habe die Möglichkeit, über das Plus hier alle gängigen Dateiformate, die beispielsweise Microsoft Office mir zur Verfügung stellt, direkt in mein Whiteboard zu importieren. Ich kann dieses Dokument jetzt entweder in den Vollbildmodus bringen oder aber durchsuchen, einmal zwischen den Arbeitsblattseiten hin und her wischen. Die Schülerinnen und Schüler haben die Arbeitsblätter digital zur Verfügung gestellt bekommen und können jetzt direkt anfangen zu arbeiten. Wenn alle Schülerinnen und Schüler fertig mit dem Bearbeiten des Arbeitsblatts sind, dann möchte ich natürlich die Ergebnisse besprechen. Dafür gehe ich in den Präsentationsmodus. Es können sich dort bis zu 4 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf unserem Projektor aufwählen und die Inhalte von ihren digitalen Endgeräten spiegeln. Der Schüler oder die Schülerin kann also nun vom Platz aus
Ihre Rechnung uns vorstellen und erklären und ich habe die Möglichkeit, einen Screenshot vom Ergebnis meiner Schülerin oder meines Schülers zu machen. Klicke nun noch einmal auf Erfassen und verlasse nun den Präsentationsmodus und bekomme hier das Ergebnis meiner Schülerin, meines Schülers direkt ins Whiteboard importiert. Zum Ende der Stunde möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern noch ein wenig Kopfrechnen machen. Das ist ein Ritual, was ich eingeführt habe. Dafür öffne ich die letzte Folienseite der heutigen Stunde und füge über das Plus hier einmal das bereits zu Hause erstellte Quiz ein und kann das hier reinziehen. Dieses Quiz wird den Schülerinnen und Schülern jetzt auf ihren digitalen Endgeräten angezeigt und ich sehe, wie weit die Schülerinnen und Schüler gekommen sind. Außerdem hätte ich die Möglichkeit, hier noch einen Timer zu stellen. Meine Schülerinnen und Schüler haben also nahezu die 100% schon fast erreicht und ich kann mir jetzt ein Ergebnisreport geben lassen. Dieser wird direkt erstellt und ich kann ihn jetzt im nächsten Schritt gleich in mein Whiteboard importieren. Ich hätte also nun die Möglichkeit, mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam noch einmal die Aufgaben zu besprechen. Ansonsten kann ich jetzt einfach die Sitzung beenden und könnte mit der nächsten Stunde fortfahren.